Willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda Twilight Princess, hier im Drei-Herzen-Run. Wir finden uns im Waldschrein und es ist soweit. Boss-Time, Leute. Ohne Umwege. Und welcher Boss befindet sich nun hinter der Tür? Da bin ich mal gespannt. Nachtschattenparasit, Planta Inferna. Oh shit. Leute. Oh shit. Aber ich meine zu wissen, wie das funktioniert. Man muss ein bisschen schneller sein mit dem Bullshit hier. Kann man eigentlich beide besiegen auf einen Schlag? Das geht bestimmt, aber. Okay, ich mach's jetzt mal so. Ich mach's jetzt mal ein bisschen entspannter. Die Viecher brauchen auf jeden Fall eine Bombe. Die haben Hunger. Merkt man doch sofort, oder? Klar. Die haben mega Schmacht. Lecker Bomben. Und irgendwie will ich ihn eigentlich jetzt erstmal. Ja, komm, dann machen wir so. Ah, er kriegt die Bombe sogar. Und? Na, das schmeckt uns, ne? Mmh. Oh, lecker. Explosion. Die wohl schmecken. Ach, bitte. Wollo, hör auf. Hör auf. Explosionen schmecken nach heiß. Verflucht heiß. Verbrennst du das Maul dran. Ist also uncool. So, und da ist der wahre Boss. Hm. Sieht fast ein bisschen gefährlicher aus, oder? Problem ist auch an der Sache, wir haben jetzt keine Bomben mehr. Was tun, was tun? Aber ihr seht da oben links vielleicht schon so ein bisschen. Man sieht ihn da. Seht ihr ihn? Der Affe. Der Boss der Affen. Er ist ja jetzt unser Kumpel, ne? Jetzt, wo er wieder gut drauf ist und so. Er ist ja natürlich ein Kumpel. Und hilft uns, wo er kann. Anvisieren bringt in diesem Fall ja gar nichts. Das ist immer so ein bisschen... Okay, ich lasse ihn einmal kurz angreifen. Weil ich glaube, dass jetzt gleich einer angreifen wird, oder? Der... Ja. Gerade sagen, es müsste doch jetzt mal einer. Zack. Und dann... Walte deines Amtes. Den Treffer hätte man sich vielleicht schenken können. Aber hier liegen ja genügend Herzen rum. Hier liegen ja auch genügend Herzen rum. Ah, aber ich konnte noch rechtzeitig abschießen. Schade. Nur leider nicht so, wie es hätte sein sollen. Nicht so, wie es hätte sein sollen. Affe. Und zack. Das war gar nicht mal der Plan. Aber okay, das hat auch funktioniert. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Konnte der schon mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Ging jetzt ein bisschen flotter als gedacht. Ich weiß nicht, ob ich den in der Mitte direkt treffen könnte. Aua. Wenn ich wollen würde. Das kann ich jetzt tatsächlich schwer abschätzen. Affe, ich wollte gerade sagen. Du dürftest ruhig mal wieder hier vorbeikommen. Scheiße, ich kann es nicht anvisieren. Versuche ich es halt so. Und es klappt tatsächlich. Es klappt tatsächlich. Hab ich einen Lang? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich muss jedes Mal die anderen beiden erst besiegen. Aber nö. Das gilt er sich durch. Gut gemacht.
ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht können wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist? Und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Wenn du das sagst, Midna. Aber vorher nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ha! Von wegen. Midna, nein. Denn vergiss nicht, dies ist die 3-Herzen-Challenge. Bedeutet, keine Herzcontainer für mich. Was auch mal krass wäre, wäre tatsächlich, ne? Du hast nur die 3 Herzen und darfst keine weiteren Herzen einsammeln. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich möglich. Oder das ist schon zu hart für mich. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja, schon. Spiel speichern. Nö, aber später. Link, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Westen. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird vom Schattenreich regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Westen, in das Gebiet Eldin. Okay. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also, finden wir erstmal den Eingang zum Schattenreich. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Man sieht sich. Okay. Dann ist es wohl soweit, Leute. Wir dürfen tatsächlich den Wald verlassen. Oh Mann. Und wir sehen gleich das erste Mal die Ebenen von Hyrule in diesem Spiel. Boah. Die sind eigentlich ziemlich sexy, muss ich sagen. Also in diesem Spiel ist groß und gewaltig und wow. Und es ist ein bisschen verbundener alles als bei Ocarina of Time zum Beispiel. Es fühlt sich mehr so an, als wäre es tatsächlich ein großes Ganzes. Na? Also nicht so wie, wir sind zwar schon unterteilt, guckt hier die Ebenen von Hyrule. Riesig erstrecken sie sich hier auf dieses kleine Ding. Nein, natürlich nicht. Ein blauer Rubin, er ist 5 Rubine wert. Yo! Nehme ich hin. Und die Musik ist schon direkt geil. Ebene von Hyrule. Gigantisch. Einfach nur riesengroß und leer. Ja. Das Leere ist ein Kritikpunkt, den viele geben bei diesem Spiel. Sich halt so unfassbar leer anfühlt, aber ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil es ist eigentlich, es ist schon krass. Und vor allen Dingen, das hier ist nur ein winziger Teil der Ebene. Nur ein winziger Teil und es fühlt sich halt alles so, ja, gigantisch an und ich weiß nicht, mir gefällt es, Entschuldigung. Allen Hatern kann ich nur wieder sagen, es tut mir schrecklich leid, dass ich dieses Spiel mag. Dass ich es gut finde. Das geht ja gar nicht. Ich weiß. Aber trotzdem werde ich meine Meinung hier jetzt nicht ändern. Hey! Außerdem hat es einen fucking geilen Postboten. Da vorne ist eine schwarze Wand. Da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen.
Und was jetzt? Ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei, ich habe hier doch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief liest... Ja. Nee. Doch. Okay. Weil du es bist. Weil du es bist, lieber Postbote. Briefe. Über den Briefträger. Von ihm selbst. Ja, nee. Die Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post. Naja. Meistens Rechnung, oder? Und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Ich werde versuchen, mich nicht zu erschrecken und wegzulaufen. Aber versprechen kann ich dir leider nichts, guter Mann. Das funktioniert nicht. Ist jetzt eigentlich gerade Nacht? Gibt es ja eigentlich einen Tag- und Nachtwechsel in diesem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, die haben in diesem Spiel auf den Tag- und Nachtwechsel verzichtet. Ich meine, wir brauchen ja auch keinen Tag- und Nachtwechsel eigentlich. Das ist ja mit der Schattenwelt und so. Schattenwelt ist ja sozusagen die Nacht. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein? In das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Was heißt sollte? Hat er doch auch gemacht, oder nicht? So gut es halt ging! Das ist doch auch nur ein Geist, ne? Was willst du denn von dem armen Mann? Kann auch nicht alles erledigen. Also, was ist? Soll ich dich jetzt ins Schattenreich mitnehmen? Jo! Na, das geht klar. Ich hab Bock. Total Bock, ein Tiegellicht voll zu machen. Ah, richtig. Richtig geil. Total. Sehr schön, sehr schön. Brav. Von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz steht dir viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Ja. Warum denn nicht? So, wo sind wir denn? Oh, Schattendekoraner. Wie ich sie hasse. Was ist das? Ist das nicht das Holzschwert? Aus Eldin? Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Gespür. Erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Okay, jetzt können wir hier tatsächlich der Spur der Kinder folgen. Und werden so die Kinder finden. Das ist Fakt, ne? Oh mein Gott, hier ist wieder so ein Bereich, der gesperrt war. Sieht man kaum, wenn man in diesem Gespürmodus ist. Das werden übrigens später Warp-Punkte. Also jedes dieser Felder, was uns auch jetzt, glaube ich, ziemlich genau erklärt wird, denn da fehlt ein Stück Brücke. Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Verflixt. Wie haben die das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Da müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Ja, jetzt zeigt sie uns, glaube ich, die Dinger. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und du siehst auch... Und... Bla, siehst du auch? Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Ja, und da seht ihr auch, wie groß die Karte tatsächlich ist. Guckt euch das mal an, der ganze Rest hier. Alter! Das ist so groß! Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier, siehst du? Also... Wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl.
Wir können also Fironewald Süden und Fironewald Norden. Ich glaube, ich hatte das doch auch in dem einen Part dann gesagt. So, oh, guck mal, da liegt eine Brücke. Ich glaube, das müsste hier im Norden sein, wenn mich nicht alles täuscht. Guck mal, jetzt sind wir als Wolf in der Lichtwelt. Und verwandeln uns nicht zurück. Hm. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus dem Schattenreich nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Ich nehme einfach mal die, oder? Vielleicht eine Maßnahme. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und? Sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Ja, warp die mal ruhig. Genau. Wenn du doch immer so brav wärst. Bitte hierhin. Ins Kakariko-Tal. Ich denke auch mal, das ist die Brücke, ne? Also das ist die offizielle Brücke, die da eigentlich mal war. Die hat halt irgend so ein Fiesling da, wie auch immer die das gemacht haben wollen. Wahrscheinlich so wie Midna das gerade gemacht hat. Sollte halt keiner mehr nach Kakariko kommen, so wie es aussieht. Siehst du, wusste ich's doch. Und? Die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder dieser Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilf bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Okay. Jetzt kommen wir ja weiter. Die Spur führt nach hier, ganz eindeutig. Ach, du kannst mich mal. Oh, oh, ein Tor. Ah, man sieht schon links. Hey! Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Finden wir es raus. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Ja. Naja. Halt mich nicht für dumm mit, ne? Ich sehe das wohl. So ist es nicht. Ah, und da geht die Spur auch weiter. Wisst ihr was? Die Typen hier, die sind mir unsympathisch. Immer so richtig unsympathisch. Wir können erstmal ganz gepflegt und verpissen. Dankeschön. Arschloch. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt auch schon in Kakariko, oder? Es kann gut sein. Und Kakariko müsste halt auch angegriffen worden sein von den ganzen... Ja. Ja, ja, ja. In Kakariko füllt man so einen Tiegel des Lichts. Da bin ich mir sehr sicher, dass das so war. Und, nein, nicht zurückgehen. Und der Tiegel des Lichts war in Kakariko ziemlich aufwendig. Auch da täusche ich mich vermutlich nicht. Ich würde mich gerne täuschen, aber Leute, da täusche ich mich nicht. Das ist aufwendig. Das ist ein aufwendiges Ding. Ja, vorher haben wir noch hier mit zu kämpfen, oder? Oh, das sind mehrere. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Der ist... Sind das vier? Kommt ihr alle oder kommt ihr nicht alle? Scheiße, genau das wollte ich eben nicht. Genau das wollte ich eben nicht. Weil ich glaube, das ist schon so eins, wo man erstmal... Ja, man kann es auch einfach machen eigentlich, ne? Kannst halt erstmal einen so einen einzelnen killen. Und dann die anderen beiden, die ein bisschen enger zusammenhocken. Genau. Es darf halt nicht nur ein Einzelner überleben. Wenn zwei noch da sind oder so, das ist okay. Weiterer Warp-Punkt. Held, der du im Schattenreich als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Oh, wieder ein Lichtgeist. Der gibt mir jetzt den Tiegel, wa? Gibt's mir einen Tiegel? Kollege? Ich bin ein Lichtgeist. Von den Göttinnen Auserwählter.
hält. Suche mein Licht, das Licht, das die Wesen des Schattenreiches mir raubten. Füll es hier hinein. Du hältst den Tiegel des Lichts. Er macht da nicht so einen großen Film von, ne? Er ist einfach hier, ja. Achte auf Schattenkäfer. Das ist eine Formula, genau. Schattenreichste Gestalt, Mannkäfer, unsichtbar, bla bla bla. Ist genau das, was wir alle schon wissen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, im nächsten Part gehen wir es an und suchen die Schattenkäfer, die da schon ziemlich krass verteilt sind. Unter anderem auch in Häusern und kommen mal in diese fucking Häuser rein. Das wird ein Spaß im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.